Wir haben alles dabei. Alles dabei. Ah, so, dann werden wir hier auch mal hinsetzen. Ja. Mal Doppeln ausziehen. So, dann machen wir erstmal in Kong. Kongland ist das, glaube ich, auf dem Ostrohr drin. Hast du wieder zwei Strohhalme genommen? Ich nehme immer zwei Strohhalme. Richtiger Cocktail müssen zwei Strohhalme rein. Herzlich willkommen bei einem Ostroadtrip Special. Und ich weiß noch nicht, wie ich sitzen soll. Warte mal. Ist mir nichts gut? Und zwar, na doch, ich will noch mit den Beinen. Na, tut doch nicht deine Schuhe unter deinen Dings, dann tut's nicht weh. So, so ist gut, so ist gut. Und zwar rutsche ich noch ein Stück nach vorn. Damit man dich auch sieht. So, nochmal herzlich willkommen bei dem Ostroadtrip Special. Wir haben uns überlegt, ja, zum Schluss, da viele Fragen aufgekommen sind von wegen Camping, Dachzelt, Schlafen, Vanlife, haben viele gefragt in den Kommentaren. Und da habe ich mich dann, oder haben wir uns dazu entschlossen, allgemein mal eine Q&A zum Ostroadtrip zu machen. Und damit fangen wir jetzt an. Ich habe bei Instagram, Facebook und YouTube die Leute dazu animiert und aufgerufen, Fragen bezüglich des Ostroadtrips zu stellen. Ich habe vorbereitet eine Liste. Moment, ich muss den Monitor mal wegklappen, weil das verleitet uns nämlich in den Monitor zu gucken. Ich habe eine Fragenliste dabei mit euren Fragen. Und Alibaba kennt die Fragen noch nicht. Also es ist jetzt alles schön ins kalte Wasser geschwitzt. Das ist kalte Wasser da unten. Ja. Liebe Grüße überhaupt gerade eben hinter uns aus. Wir sind in Sizilien. Prost erstmal. Bella Cecilia. Wunderschön hier. Also als erstes nochmal zum Ostroadtrip. Wir haben mitbekommen, der ist richtig gut angekommen bei euch. Also die Punkte, die wir angefahren haben, was wir erlebt haben in Rumänien, Bulgarien, Polen. Ja, war einmalig. Ich weiß nicht, ob du noch ein kurzes Statement abgeben willst zum Ostroadtrip, wie du den empfunden hast und erlebt hast und wie der dir gefallen hat. So jetzt nicht in einer Viertelstunde, aber vielleicht in 15 Sekunden. Ja, wir sind ja erstmal reingegangen und haben gedacht, ach scheiße, was wird uns denn erwarten da in dem ganz, in dem armen Land oder so, ne? Ja. Aber es waren ganz tolle, nette, freundliche Leute. Und das Land war Bombe. Bären gesehen, Wasser. Und sehr nah an Deutschland dran. Highlight Camping. Ja. Hätte man nie gedacht, dass es mehr oder weniger gleich um die Ecke liegt. Was war die Runde? Wie viele Kilometer? 4000 sind wir gefahren. Ja, 4, 5, so, ja. 4, ja. War schön. Drei Wochen. Und jetzt schieß los. Dann wir fangen erstmal direkt mal an mit der Fragerunde. Jetzt, vielleicht hat Alibaba dann noch irgendwelche Tipps oder irgendwas zum Schluss, was er sagen möchte. Ich habe keine Tipps. Wir fangen an über Instagram. Und zwar hat Andrea GHN gefragt, wer hat öfter den Putzdienst übernommen? Fragezeichen mit einem Wischeimer und einem Besen. Also was haben wir gar nicht mitgehabt. Ja, wir hatten einen Besen hatten wir. Du hast ja auch ein Viech hier. Oh. Wir hatten einen Besen und so, Fenster aufgelassen. Der Putzdienst? Ja, wir haben uns, warte, man muss dazu sagen, wir haben uns eingeteilt. Alibaba hat früh immer alles dreckig gemacht, weil er das Geschirr, weil er Frühstück gemacht hat. Und ich habe dafür dann aufgewaschen und gespült. Ne? Würde ich jetzt so sagen, mit Putzdienst einteilen. Weil ansonsten in dem Mini-Rental viel. Ja, mal die Kissen rausräumen und mal. Ja. Da sind nicht viele Ecken zum dreckig werden. Also, na gut, wenn man. Du hast mal ausgelüftet. Nee. Die Nachbereitung, das alles auseinanderschrauben und das alles wieder ausräumen und sauber machen, hat. Wer gemacht? Du. Alleine. Also geht der. Ich blende unten vielleicht ja, nicht ganz alleine, ich hatte eine ganz fleißige Helferin, aber. Ich blende jetzt unten den Counter ein. Ne? Wenn Punkte gehen an dich und Punkte gehen an mich. Du kriegst eine 1 und ich kriege 0,5, okay? Wieso 0,5? Na, weil er nicht alles alleine gemacht hat. Achso. Du, abgespült habe ich ja früher. Okay. Ja. Das stimmt, da hat er sich Mühe gegeben. Mit viel Seife und wenig Wasser. Nächste Frage von Emanuel Federer. Könnt ihr Details zur Elektrik im Tour angeben? Wie hält die Kühlbox so lange autark? Also erstens, autark in Anführungsstrichen, weil wir haben das Auto jeden Tag bewegt. Genau. Da war immer Strom drauf, dann wieder auf dem Auto. Und wir haben unsere Handys und das ganze Zeug haben wir geladen, während wir gefahren sind. Ja, also wurde alles während der Fahrt geladen. Kühlbox war so eine ganz einfache Mobil...
Die hat doch nicht lange kühl gehalten. Vielleicht noch zwei, drei Stunden, nachdem wir das Auto abgestellt haben. Danach war es kalt. Die hat auf konstante 20 Grad runtergekühlt. Ja. Also, das war Mist. Ich habe mir aber jetzt eine neue besorgt. Und die muss auf dem nächsten Trip. Also zum Thema Elektrik Touran, alles Standard, alles so wie es im Auto. Bei VW nachgucken. Ja, so wie es im Auto die Steckdosen da sind und dann einfach angesteckt und während der Fahrt aufgeladen. Ja, gab es keine. Gab's nächste Frage von Urlaubsgram. Ein Pärchen, so wie das aussieht. Wie kam es zu der Idee, also Rumänien ist jetzt nicht das bekannteste Reiseland. Also wie sind wir zu der Idee Rumänien gekommen? Eigentlich durch Corona, weil wir nicht in die USA konnten. Und ich habe ein paar Kollegen, Arbeitskollegen, die auch Rumänen sind. Da habe ich gesagt, wie ist dein Land so? Und wunderschön und ganz toll und muy bien. Und dann haben wir uns da ein bisschen informiert und wir sind immer begeistert, mehr begeistert worden von dem Land. Wenn Corona nicht gekommen wäre, dann wären wir in die USA geflogen. Corona kam, wir konnten nicht rüber. In Europa hatten wir das Glück, man konnte ein bisschen reisen im Jahr 2020. Manches war Risikogebiet, manches nicht. Und Rumänien war dann kein Risikogebiet und da haben wir das dann direkt gemacht. Jeder, der so ein bisschen auf Natur steht, dem kann man das empfehlen. Ja. Losfahren, alle nett, alles preiswert, alles schön, Natur pur. An jeder Ecke kannst du stehen. Du kannst da wild campen. An dem Morgen waren sogar Fischer gewesen, ne? Ja, und da hat er 10 Minuten geschaut, was Fishing bedeutet, nur um jetzt höflich zu fragen, ob sie dann ihre Angel reinschmeißen können. Ja, nee, ja, das hat uns auch noch, dann ist dann auch noch entgegengekommen, wo man gesagt hat, wir machen Rumänien, weil es halt zum Campen und Freistehen richtig geil ist, das Land. Genau, um das zu probieren mal richtig mit einem Dachzelt und mit so einem Setup. Okay, nächste Frage von Chillen345 Fotografie anscheinend. Wie findet ihr die geilen Plätze zum Freistehen? Da geht der Punkt jetzt an ihn. Also, das ist der Master auf Stellplatz hier. Ich mache das eigentlich immer Highlife. Also Park4Night nehme ich gar nicht so oft. Ich gucke meistens bei Google Maps, Satelliten anschaue, gucke, wo wir ungefähr sind und gucke danach entweder... Dann macht er hier so. Und dann sieht es manchmal wie Platz aus. Kann natürlich auch sein, das ist eine Schranke oder eine Kette oder keine Ahnung, wo du nicht reinkommst. Oder ein Tor. Und dann schaue ich einfach nach sag ich mal, Wäldern, Sackgassen, Ende von der Straße oder wo keine Häuser sind. Oder wenn da sogar schon Camper stehen oder sowas. Das kennt man ja teilweise auf. Also ich mache das wirklich High Life und dann meistens bei Google Maps und dann Satelliten anschaue und dann gucke im Umkreis, verlassene Dörfer, Wälder, Sackgassen. Das Gefühl bekommt man mit der Zeit und wenn man 10-mal falsch gefahren ist, dann weiß man, wonach man Aber ich sag mal so, von 10-mal einen Platz suchen, geht es ungefähr 7-mal gut und 3-mal müssen wir ein bisschen länger suchen. Ne? Guck mal, USA, wie lange haben wir dann Miami gesucht? Bis nachts, 10, 11. Lange. Ja. Ist halt manchmal so, ne? Ist manchmal so. Nächste Frage. Wir haben noch ein paar, wir wollen ja noch essen. Deswegen, wir haben ja noch... Ja, Manchere. Wie ist die Belüftung in so einem Dachzelt? Ich stelle mir das heikel vor, zwei Kerle, Bohnen und Bier. Also ich habe ja Auto Home 360. Also da habe ich vier Seiten, vier Fenster. Links, rechts ist so ein Gitter davor, so ein Mesh. Das ist immer da außer links und rechts an den Seiten. Also rundum sind die Belüftung Türen, quasi. Rundum, 360 Grad Belüftung. Gut. Also bei Rigi war, also ich hatte nur 180, weil Rigi seine Seite war immer hochgemauert. Ja, also wegen zarten Tank. Wegen der Frisur. Ja, und, wenn die Frisur schief liegt. Ich kann nicht schlafen, wenn es draußen raschelt und Wind. Und ich muss Dunkelkammer sein bei mir. Nächste Frage. Belüftung passt und Bohnen hat man ja. Wie oft hat man Bohnen? Hat man schon mal. Die rumänische Zuchtpfanne im Topf. Ja. Die Frage war überhaupt von Oldschool, Danny. Jetzt die nächste Frage von Actros 651. Wie viele Kilometer seid ihr gefahren? 4000, ne? Bisschen mehr. Ich das wäre was um die 5 gewesen. Zwischen 4 und 5. Also wir sind ja einmal über Polen, Wir sind Ungarn. Keine 5 gefahren, weil ich gerade in der aktuellen Videobearbeitung hänge und wir in dem Video, wo wir nach diesen La Coule fahren, da haben wir die 4000 gesprengt. Und dann sind wir keine 5000, also nochmal 1000 nach oben gefahren. Vielleicht 800, 700. Ich dachte, es waren ziemlich genau 5000. Es könnten nur 5000 sein. 5300. In 23 ich Tagen. Ich dachte, es waren ziemlich genau 5300, bis ich Zelt weg hatte. Bis ich Dachzelt runter hatte. 5300 in 23 Tagen. Okay. Ja, das war eine Riesenrunde.
hat durchgehalten. Er lief. Ohne Schaden. Und da sind wir schon gestartet mit 270.000 Kilometern Laufleistung. Und jetzt ist er weg. Aber es kommt ein neuer. Werdet ihr sehen. Die nächste Frage, nochmal von Actros. Keine Frage, aber das, was ihr da letztes Jahr gemacht habt, finde ich super. Schaue alle. Ach, das war keine Frage. Danke für das Kompliment, Actros. Ja, gut, die nächste Einfach Frage. Selber machen, losfahren und zack, los. Ja, Matratze hinten rein und. Genau. Oder eine Luftmatratze. Luftmatratze einfach hinein. Hinten rein und los. Was mitnehmen, aber wir hatten ja alles mit, von der Schraube bis zum Seil. Ja, wir hatten ein bisschen übertriebenes Service-Tool-Kit dabei. Also. Ja, das waren zwei Boxen vielleicht. Aber. Wir hätten da einen rumänischen Dacia reparieren können. Hätten wir im Feld. Definitiv. Chrissy Boom hat gefragt, welcher Roadtrip hat euch besser gefallen? USA oder der Ostroadtrip? Kann man nicht miteinander vergleichen. Geht einfach nicht. Das sind Sandalen und Sportschuhe. Alles beides geil. Ja, also Sandalen ziehst du an, wenn es warm ist, und Sportschuhe, wenn du Sport machst. Also, Rumänien ist ganz anders als USA. USA ist halt die Highlights, the way of life. Ich wollte gerade sagen, die super Highlights, die jeder aus dem Fernsehen kennt. Grand Canyon, Las Vegas. Du siehst in Amerika keine Pferdekutschen, wo 70 Mann hinten drauf sitzen. Vielleicht außer in so einer Show irgendwo. Ja, siehst du nicht. Dieses ländliche Leben siehst du in den USA nicht. Nee. Dafür hast du in den USA Show and Shine. Ja, Shine ist viel Shine. Ja, viel Shine. Die ersten Mücken kommen hier schrast aus. Scheiße. Mit saurer Gurke mit Limette. Soll ich eine Limette? Ich habe keine Limette hier auf dem Nacken legen. Dann kommt vielleicht der Waschbären noch hier. Gibt's nicht. Es gibt keine. Hat uns das und hat uns das besser gefallen. USA war unser eigentlich gemeinsamer längster Trip. Ja, ich fand aber alle beide Roadtrips gleichwertig. Von den Sachen, die wir erlebt haben, von den Kosten her aber natürlich der Ostroadtrip viel günstiger, keine Frage. Ach, was hat er denn ausgegeben? Ich glaube, ich habe keine 1,5. Nee, 1000 vielleicht. 1000? Ja. 1,5. So 23 Tage. Drei Wochen, wie viel? Sieben Länder? Ja. So, nächste Frage. Wie viel musstet ihr, also von Chrissy Boom nochmal, wie viel musstet ihr ungefähr für die. Sieht die Chrissy Boom aus? Für den. Wie viel musstet ihr ungefähr für den Sprit für die Reise bezahlen? Also, wir wollen vielleicht nur. Das ist Typ? Christopher. Recht und. Ja, vom Tank vielleicht sechsmal. Das wurde oft. Rental ist sparsam gewesen. Ey, wir sind mit 120 Max, nicht immer 120 auf der Bahn. 120. Das ist ja ein 2 Liter Diesel, mit dem kommst du deine 700 Kilometer. In der sind wir fast 900 bis 1000 Kilometer gekommen. Also, kannst du vergessen. Wir sind ja fast nur geschlichen, wenn wir übers Feld gefahren sind. Ja, also mit 120 Tempomat, dem Dachzelt, kommst du 800 Kilometer. Haben wir getankt? Fünfmal, sechsmal? Fünfmal. Könnt ihr einfach alle Folgen mal angucken und mal durchziehen. Durchziehen, genau. Nadine, können wir einen Tankcounter machen? Nadine kommt überhaupt aus Altenburg, ist gleich um die Ecke. Warum ist Alibabas Trump-Tasse nicht mit dabei? Korrektur, da hast du die USA-Folge nicht richtig gesehen. Die Trump-Tasse. Nochmal von vorne. Die Trump-Tasse, die gehört mir. Warum habe ich nicht mit dabei? Ja, weil wir ja nicht in die USA waren. Die nehme ich erst wieder mit, wenn ich in die USA fahre. Ich habe eine Papagam-Tasse und die bleibt bei mir zu Hause. Weil da trinke ich jeden Samstag. Nehme ich meinen Kaffee und schaue mir die neuen Videos an. Na, um 8 Uhr. Und wo? Na, auf YouTube. Und auf Fatal Error eine Love Story, oder wie ist das? Und was muss man da machen, damit man das nicht verpasst? Da muss man den Gin. Nee, was trinken wir? Mojito. Den Mojito abonnieren und einfach mal ein Like da lassen. Genau. Und da trinke ich mal aus meiner Tasse und die bleibt auch dort. Und wenn ich. Oder wenn wir nochmal nach USA fahren, dann holen wir eine neue dort. Ja. Nächste Frage von Kini Lilo. Was für eine Kamera benutzt ihr und eure Videos und welche Drohne? In den USA habe ich alles mit einer Actioncam gefilmt, mit der Sony FDR X3000. Ansonsten nehme ich für Unterwassersachen, Zeitrafferaufnahmen die Insta 360 One Air. Und jetzt für den Ostroadtrip habe ich mir noch einen kleinen Camcorder geholt, der Sony FDR AX53. Steht aber auch alles in der Beschreibung und mein Kamera-Equipment. Einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken, da steht alles verlinkt. Und als Drohne, mittlerweile die zweite im Bunde, DJI Mavic Pro 2. Die erste Mavic ist in Las Vegas in die Stromleitung gekracht. Ja, der hat geknutscht mit dem Kabel. Mats Kubik fragt, hattet ihr eine mobile Toilette am Start, die ihr bei der Roomtour eventuell nicht gezeigt habt? Weißt du, voll geschlichen, Mama. Mit deinem Spaghetti-Eimer.
Das war dann der Bev-Stecktopf. Nee, wir hatten keine mobile Toilette dabei. Also wir haben das so gemacht. Spaten mit und Klopapier. So wie das in jedem Roadtrip halt ist, entweder am Straßenrand, in den Restaurant, Tankstelle, früh, wenn du bei irgendwo... Dennis. Oder wenn wir abends essen gegangen sind, nee, wir sind nicht in den USA, wir sind im Ost-Roadtrip. Ja, genau. Ja, schon vorbei, ne? Also, ja, das, was am Straßenrand möglich ist, ne? Tankstellen, Autobahnen, Restaurants, wenn wir da essen gehen, haben wir natürlich alles mitgenommen. Manchmal haben wir auch Supermärkte, Toiletten. Und wenn es ums Duschen ging... Also wir haben mehrfach in Flüssen gebadet. Ja, wir haben eigentlich nur im Fluss gebadet. Dann hatten wir eine Campingdusche hatten wir dabei, hier die Pump-Up. Genau, genau. Hier irgendwie so eine Mobi-Shower oder wie die heißt. Genau, und für die Dusche haben wir so eine Pumpdusche gehabt mit Frischwasser, die ging gut. Da waren 8 Liter drin und die hat für uns beide gereicht. Es war zwar kalt, so kalt. Wahrscheinlich eine Mücke hier, guck mal. Hey, hier. Machen wir weiter nächste Frage, warum wir aufgefressen werden. Cheerio, woher kennt ihr euch? Ja, wir kennen haben uns beim Tanzen kennengelernt. Ja, ja, so könnte man sagen. Ja. Auf der Tanzfläche. Kaffee und Tee. Nee, also auf der Tanzfläche in der Disco haben wir uns das erste Mal gesehen. Ne? Hat mir einen Arsch gekniffen. Und dann habe ich ihn über sein volles Haar gestreichelt. Nein. Nee. Wie das meiste über so Freunde ist. Von Freunden. Über ich habe eine Freundin im Freundeskreis. Er hat eine Freundin im Freundeskreis. Und die beiden Mädels, die kannten sich irgendwo her. Und dann hat sie mich mitgeschleppt und die andere hat ihn mitgeschleppt und dann war crazy love. Dann haben wir uns gesehen. Dann sind wir tanzen gegangen. Genau, ja. Und das war 2016. Im September hatten wir ja schon das Thema. Ja, ist September, nicht, Oktober, ja. Ist gar nicht so lange her. Nee, wir sind nicht hier Kindergartenliebe, wie sie es immer alle hier erzählen, aber... Ja. Nee. Vielleicht wird sie irgendwann mal eine Sorgliebe. Klein nebeneinander beerdigen. Urlaubskram fragt, also wie findet ihr eure Schlafplätze? Das haben wir schon beantwortet. Wie findet ihr die geilen Plätze zum Freistehen? Also das Freistehen, Schlafplätze, das tue ich mal jetzt unter das Gleiche verbuchen. Ja, ist eigentlich ziemlich einfach. Muss dir nur was getrauen. Man sollte vielleicht nicht in Las Vegas mitten auf dem Marktplatz stehen, aber wenn du bei Las Vegas 30 Kilometer auswärts in irgendeinem Wald stehst. Ne. Ja, oder hier, man sollte... Da wo eine Bärenwarnung ist, sollte man, wenn man dort schon campen muss... Sollte man sich am besten Jugendliche suchen, die eine Party machen und eine Bärenwarnung haben. Genau, die eine Kettensäge haben. Nee, kein Essen draußen liegen haben. Es gibt so Standortregeln, wie man sich verhält. Und dann findet man überall was. Ruhig sein, sauber sein, Müll mitnehmen, nicht da irgendwie die Wände beschmieren oder da wächst im Walde. Sandy Christine 30 fragt, wie hoch war euer Eierverbrauch? Rechne mal hoch. 5000. Ja, also ich denke mal, früh sind mindestens 4 über die Uhr reingegangen. Mehr. Mehr? 5, 6 jeden Tag? So eine 6er-Packung? Warte, ja. ich rechne mal 6 mal 22, 23, 24. Warte, ich rechne. Haben wir aber auch nicht jeden Tag. Also mir gab auch mal Eierkuchen. Also ich rechne mal fix. Rechner. Gestern hast du schon Google gefragt. Wir machen mal viermal. Gehen wir von 4 Eiern aus. 4 mal 23. Haben wir 92 Eier gegessen. Rund mal auf 100. 100 Eier. 100 Eier in 23 Tagen. Da war Energy da. Wenn wir wieder da waren. Kannst du aus der Hase ein Ei abschneiden. Gerade wenn wir die Flüsse hoch sind und hier Belogradschnik und diese Wasserfälle im Transfergarajan. Wir haben sogar Dracula mit faulen Eiern beschmissen. Ja, sogar Mini Randall hat früh ein Ei gekriegt. Auswurf hinten rein. Damit der Ladedruck genau. Damit der Ladedruck stimmt. Marco Deter fragt, ist das Dachzelt deins oder Alibabas? Wenn ja, wo liegt sowas preislich? Gruß Marco. Seine Frage. Ja, habe ich mir gekauft vom Ostrot-Trip nach Griechenland. Habe ich mir das gekauft, weil ich das schon immer haben wollte. Ich mag diese kompakte Reiseart. Habe ich voll Gefallen dran gefunden. Und naja, preislich. Ich habe mich ein bisschen informiert. Das, was ich erst wollte, das gab es nicht. Das ist aber nicht billiger gewesen. Mit Dachzeltträger und den ganzen Schnulli drin. Ja, 4.000. 4.000? 4.000, aber das hast du dein Leben lang. Aber ich wollte gerade sagen, das kannst du überall auf jedes Auto mitnehmen, ne? Jedes Auto, wenn du den passenden Dachträger hast. So. Ja, das hast du dein Leben lang und dann machst du so viele tolle Touren. Das hängt in der Garage am Dach
und fährst runter, lässt das Ding runter, machst das fest, packst dein Dings hinten rein, deine ganze Küche, was du da hast, brauchst dein ganzes Equipment, fährst los. Wie schnell bist du bereit? 2,5-3 Stunden, ja. Kannst du losschieben. Ist beim Camper nicht anders, finde ich, bevor du das Ding eingeladen hast, beladen hast. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet so. Also, ich denke. 4 Scheine, aber da gibt es so viele. Bestimmt auch 3, 4, 5. Aber das ist halt bei allen. Gibt doch bei Alibaba-Zelt. Ein günstigeres, das lässt du halt nur 300 Mal hoch und runter und dann klappert irgendwas oder geht was kaputt. Ein teures, das lässt du halt 1000 Mal hoch und runter. Ne? Das ist halt die mit allen Sachen. Ach, da kannst du alles wechseln, alles tauschen. Ist alles total primitiv, aber halt. Jan Ja Fitness fragt: Hättet ihr die Ostroute nochmal genauso gemacht oder etwas geändert? Was ich geändert hätte? Ich hätte gerne noch eine Woche mehr gehabt. Ich hätte mir gerne Sofia noch angeguckt in Bulgarien. Ja. Na, theoretisch, es kann nie zu lang sein. Also, es kann nie zu lang sein. Du brauchst jeden Tag und du willst ja immer chillen. Ja, und du willst immer vielleicht an einem Tag bleiben. Ich hätte den auch länger gemacht. Genau. Und wäre aber zu wenig gesehen. Wäre aber dann sogar vielleicht richtig krass und in Albanien, Serbien noch mal kurz reingeguckt. Montenegro. Oder mal in der Ukraine rein, wenn das gegangen wäre. Schön nach Tschernobyl. Tschernobyl mal rüber. Der Norden von Rumänien, den haben wir gar nicht angeschnitten. Aber die Punkte, die wir angefahren haben, die würde ich auch alle nochmal mitnehmen. Also da würde ich jetzt nicht sagen, einen würde streichen, was anderes machen. Die Punkte, die waren schon gut. Transfacher Karajan, das haben wir ja überflogen. Ja. Wir sind diese Route gefahren, aber da gibt es ja noch viele tausend andere Sachen zu sehen. Also man müsste eigentlich, wenn man das nochmal macht, einfach mal nächste Straße links abbiegen und dann sieht man wieder alles total anders. Ja. Grundsätzlich würde ich es wieder so machen. Genau, bloß halt ein bisschen länger und ein bisschen ausdehnen. Genau, vielleicht immer ein oder zwei Tage an einem Platz bleiben. Bulgarien, gut, waren wir 3 Tage, 4 Tage am Sonnenstrand? Oder Goldstrand, was war das? 2 Tage. Gold oder Sonnenstrand? Gold. Mhm. Ja. Genau, da kannst du schon mal ein bisschen Chili-Mini machen. Bex 90. Also wir würden den Roadtrip so lassen, bloß halt ein bisschen an Tagen und weiteren, vielleicht ein, zwei Punkte mit reinnehmen. Aber die Punkte, die wir hatten, die waren gut, die würden wir auch so nochmal machen. Das sind diese Hotspots, ja. Die nimmst du, musst du mitnehmen. Das ist wie wenn du in den USA bist und Kalifornien bist und nicht nach San Francisco und Las Vegas fährst. Also. Touristisch gibt es in Rumänien nicht viele Punkte. Nee. Touristisch ist es einfach so, sagen wir mal 10 Punkte, die du kannst da abklappern. Ansonsten ist da Land, Leben, Leute. Bex 90 fragt. Und habt ihr die Truhe da nachts auch laufen? Welche Truhe? Kühltruhe. Nee. Wie gesagt, was wir vorhin erklärt haben. Das war einfach, komm, nimm die mit und guck. Ja, was wir vorhin erklärt haben, über ein Auto Zigarettenanzünder, wenn das Auto aus ist. Du brauchst eine Kompressor-Kühlbox, brauchst mit einem vielleicht ein Akku-Pack dazu, ja. Was du über Nacht, damit du deine Batterie nicht irgendwie belastest. Ja. Wenn die Zündung aus ist, dann hatten wir auch keinen Strom. Auch aber jetzt bei meinem neuen Black Randall, da bleibt die Zündung an. Aber ich will das nicht riskieren, dass da. Wenn du nicht mehr loskommst. Nochmal Bex 90. Wo ist denn die Kühltruhe versteckt im Auto? Ja, in der ausziehbaren Küche. Du solltest dir unbedingt. Guck mal, das Kleingedruckte. Das Camper, Mini Camper Special angucken, was ich gemacht habe. Da hat Alibaba alles erklärt, was wir dabei haben: Kühltruhe, Kühlschrank, Eisfach. Ja, auf dem Auszieh. Auf dem alles auf dem Auszieh-Ding war alles drauf gewesen. Ja, du musst dir das Video nochmal angucken. Da siehst du alles in unserem Auto, was wir dabei hatten. Genau in der Ecke. Und wie alles aufgebaut ist. Philipp Triebel, wann plant ihr wieder USA und wo wollt ihr dann genau hin? Was wollt ihr machen? Wir haben heute haben wir über USA gequatscht. Also wir planen eigentlich schon mit den USA. Wir haben das irgendwie immer im Hinterkopf. Es ist immer irgendwie im Hinterkopf. Aktuell ist es noch so durch Corona. Ich habe mich heute mal grob belesen, man hat wohl noch eine Mindestzeit an Quarantäne, wenn man einreist. Das spricht uns natürlich nicht so entgegen. Wenn das wieder möglich ist. Können wir aber auch im Hooters verbringen, oder wie war die Dippen? Ja, 3 Tage im Hooters, das kann man machen. Wenn das aber alles wieder entspannt möglich ist, sind die USA definitiv dran und dann auf jeden Fall die Ostküste. Es sei denn, wir machen mal einen Wochenendtrip nach Alcatraz. Alcatraz muss man. Ich will da rein! Und vielleicht auch so eine Nachttour buchen. Ja, so eine Nachttour. Erst das Ding Ticket kaufen und dann einen Flug. Aber eigentlich ist geplant die Ostküste. Ne? Miami, die Keys. Vielleicht sogar dieses Jahr noch. Ja, vielleicht auch noch dieses Jahr.
Müssen wir mal gucken. Ah, es reizt die Kies, weißt du? Also ich habe richtig Bock auf USA. Ich will da drüber, ich will für 69 Cent bei Burger King einen Kaffee trinken. Und WLAN haben. 69. 55? 50? 52. 52. Hast du die Videos nicht gesehen? Und solche Dinger bei Burger King. Richtig krass. Also USA ist geplant, die Ostküste vielleicht auch dieses Jahr 2021. Oh, das wäre geil. Emanuel Federer, könnt ihr vielleicht ein Elektro-Setup zum Auto sagen? Ach ne, das Autark, das hatte ich ja schon. Entschuldigung, das war falsch verwählt. So, dann sind wir fertig mit den Instagram-Fragen und kommen mal die Leute, noch? Die bei Facebook uns erreicht haben. Michael Wanzig. Ich habe alles gar nicht. Ich bin da absolut. Du hast aber Telegram. Ich hab ein Telefon mit Wahlscheibe. Und du hast einen YouTube-Kanal mit 13 Abonnenten. Nee, ich bin aber über 20 mittlerweile. Und nicht mal ein Video drin. Vielen Dank dafür. Für die 20 Abonnenten auf seinem Kanal. Ich muss mal was starten. Ich will irgendwie so mal Dieseln sehen oder sowas. Ja, du machst oder Unkraut hegen. Küche, Foodporn und so. Michael Wanzig, mich würde eine Routenskizze am Ende der Tour interessieren. Mit den Gesamtkilometern und à la US-Trip den Kosten, falls ihr die notiert habt. Grüße aus Oldenburg-Umland. Gesamtkilometer blende ich jetzt ein. Routenskizze. Ich mache am besten den Screenshot. Den blende ich jetzt auch ein. Weil ich jetzt gerade nicht weiß, wie ich das bei Maps sonst miteinander. Ich versuche es einfach. Ich mache einfach ein Bild, okay? Es wird billig aussehen. Tut mir leid, mit Paint. Billig? Ich wäre einfach Europa einen Screenshot machen und wäre einfach eine rote Linie mit Paint einmalen und an den schwarzen Punkten, die ihr jetzt seht, haben wir eine Punkte gemacht, Pause gemacht. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Jenny Morelia, mich würde eher interessieren, ob es versehentlich zu nächtlichen Kuschelattacken kommt. Schließlich sind nachts alle Katzen grau. Beste Frage, Jenny. Sind die so haarig, die Katzen? Ich weiß nicht. Haben wir denn nachts irgendwie mal im Schlafsack? Wenn ich pinkeln musste, ist er einmal mitgegangen. Also es geht um Kuschelattacken, nicht um Pinkelattacken. Das ist absolut abtörend, wenn jemand neben dir liegt und der hat so eine Socke hier über dem Gesicht. Also, wahrscheinlich nächstes Jahr Merry Christmas auf der Socke. Wir lagen bestimmt das ein oder andere Mal löffischen da, aber jeder in seinem Schlafsack. Aber es gab keinen Big Brother da. Nee, es war kein. Wenn er sich nach rechts gedreht hat, habe ich vielleicht auch mal nach rechts gedreht. Aber sonst gab es keine Kuschelattacken. Nee. Ach. Eigentlich nicht. Wir haben uns unter Kontrolle. Renata Zamzow, ist das Auto heile geblieben, bis auf die Reifen? Bis auf den Reifen, der kaputt gegangen ist. Ist das Auto heile geblieben? Oh. Ist das kaputt gegangen noch? Nee, überhaupt nicht. Also noch ein zuverlässigeres Auto hatte ich nie. Das war das Auto schlechthin. Lief. Aber ich habe es abgegeben bei 319.500. Ja, und da lief aber immer noch. Und da lief noch. Nee, gut, ein Reh ist mir. Kurz davor, eine Woche vorher, bevor ich es abgegeben habe, oder zwei Wochen, ist mir ein Reh vor der Hütte gelaufen. Ah. Zack, war alles weg. Aber nee, ohne Probleme, nicht mal ein Glasschaden oder Einbruch. Es war nur dieser Reifen und ich denke, es hat aber am Luftdruck gelegen. Ja, das war zu hart. Wir haben mit den Straßen nicht geredet. Nee. Für deutsche Autobahnen war das okay, der Luftdruck, aber nicht für rumänische Schlaglöcher. Ja, für Meter war das in Ordnung, aber nicht für Gelände. Marcel Bartel, kennst du? Zwickau. Liebe Grüße an deinen Rosmarin. Was habt ihr denn eigentlich mit dem Rosmarin? Ich hab den Rosmarin aus Versehen nachts gepisst. Ich hab nicht mal gewusst, dass das ein essbarer Pflanze ist. Für Männertag oder was? Ja. Also da warst du in seinem Garten pinkeln, hast du Rosmarin gegossen oder was? Und du Hund hast mich beobachtet mit deiner. Warum hast du denn mit Rosmarin gepisst? Na, weil ich pinkeln musste. Sieht das aus wie Gras? Es war dunkel. Hatte du schon die Masterfrage jetzt an dich? Alle gekauften Souvenirs von Alibaba, bitte. Die Tasse. Wir gehen jetzt einmal. Das war ja Amerika. Es ist ein Ostro-Trip-Special. Deswegen gehen wir jetzt dein Glück nur auf. Will der sich was abgucken, dass er genauso ein Souvenirhunter? Jetzt geht es ja nur um die Souvenirs vom Ostro-Trip quasi.
Was hast du überhaupt geguckt? Sag mal, ich habe für meinen guten besten Freund das Hardrock-Kaffee, das Hardrock-Kaffee. Zählt Kaffee? Für dich. Hast du ein Magnet? Sibiu-Magnet. Sibiu? Ja, ich habe eigentlich von jeder großen Stadt so ein Sibiu, so ein... Lass es. Ich habe ein paar Steine, ein bisschen Sand, ein bisschen das, ein bisschen hier, ein bisschen Bums, ein bisschen Dock. Ja, lass es 10 Souvenirs gewesen sein. Also kein T-Shirt. Auch keine Knoblauchkette oder... Diese geflochtene Scheiße da. Nee, ich habe noch so ein ganz toll in der Geburtsstadt. In der Geburtsstadt von Graf Dagula. Du hast Enten gekauft. Und Holzenten. Ja, und die habe ich verschenkt, die Holzenten. Ach ja. Und die stehen jetzt in einem Wohnzimmer, hoffentlich. Und sind noch nicht angebrannt. Ob die Person das sieht? Die Person sieht das. Ja. Die grüße Person. Und ich habe mir noch so ein Nachtbett in dieser Porzellangeschichte. Habe ich mir noch so eine Lampenhalter geholt, wo Graf Dracula geboren wurde. Okay. Wo das war's eigentlich. Sibiu, den Lampenhalter. Wir haben die Holzenten. Ja. Da hast du die aber ausgekauft. Ich habe mir die Fledermaus gekauft. Nee, die hast du was aus Holz. Ich habe mir die Schafherde gekauft. Schafherde. Schafherde und eine Fledermaus. Das ist aber ganz tolles Zeug irgendwie. Was haben wir noch? Die Brille hast du dir gekauft. Ja, aber ich sag, ganz exklusive. Es geht um deine Souvenirs. Es geht also, nicht um nur. Achso, nicht um deine. Es geht nur um Souvenirs. Ja, die drei. Ja, das reicht ja. Irgendwo ist der Klimbim Haufen da. Wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, entweder alle oder noch eine Frage. Könnt ihr das auch als Livestream machen? Nee, wir machen das nicht als Livestream. Bembelguy fragt, die allerletzte Frage, dann sind wir fertig. Alle. Ich habe auch fertig. Kochrezepte von Alibaba, bitte. Sollen wir die unten einblenden? Ja, blend die ein. Was machen wir zuerst? Die rumänische Potenzdorf oder noch ein Zuchtfang? Wir haben ja nur zwei Sachen. Die rumänische Potenzpfanne. Und die rumänische Zuchtpfanne und den rumänischen Potenztopf. Und wir haben Sangria. Mehr haben wir nicht. Sangria? Den hast du aber alleine getrunken. Ja. Dann blende ich jetzt ein, was da reinkommt. Ja, und das war's eigentlich. Und das war's. Und dann sind wir mit den Fragen fertig. Wir werden hier von Mücken aufgefressen auf Sizilien, sag ich euch, Leute. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Also ich habe mich wirklich gefreut, dass so viele... Es waren ja einige. Dass du überhaupt meine Nahrung gekriegt hast. Das, ja. Nee, es hat mich wirklich gefreut, dass so viele geschrieben haben. Also voll geil. Da kann man sowas in Zukunft nochmal machen. Fand ich mega. Ich glaube, jetzt sind nur noch mehr zu sehen hier und der Rest ist dunkel. Ja. Immer noch Blackbox. Vielen Dank. Hast du noch irgendwas abschließend zum Roadtrip? Also ich muss sagen, ich fand den geil. Ich fand den erstens total spannend. Total überraschend. Ey, wenn die Bären um die Ecke gekommen sind. Weil ich damit nicht gerechnet hätte, sowas zu sehen in der unmittelbaren Umgebung von Deutschland jetzt. Und eigentlich ich fand es sehr günstig. Eigentlich habe ich dich ja mehr oder weniger ein bisschen mitgerissen. Weil du hast ja gar nicht mit Rumänien oder sowas. Nee, ich hatte nicht mit gerechnet. Du hast und dann haben wir gesagt, komm, lass uns machen. Ja. Also ich würde es jedem empfehlen. Für wenig Geld seht ihr da richtig viel. Es muss ja nicht mal die USA sein für 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Ja, USA brauchst du 3 und Rumänien brauchst du 1. Ene. 1.000 Euro. Ene 1.000 für eine Woche. Also, hast du noch irgendwas? Nee, ich finde auch toll, dass so viel Feedback kommt. Das war ein Minzblatt durch den Strohhalm gezogen. Willst du dich verarschen? Das war eine Mücke. Oder es war eine Mücke durch den Strohhalm gezogen. Die wollte hier rein. Durch den nee, fein. Freut mich. Gut, wenn dann noch irgendwelche... Wen grüßen wir denn noch, Hetze? Wen grüßen wir denn? Na hier, deinen Kollegen aus dem Braugut. Hier, Sebastian. Ach. Sebastian? Sebastian, aber der versteht das, glaube ich, nicht. Das ist ja Bulbach. Rumäne. Wir grüßen... Ich kann eben Wort, was auf Rumänisch. Wir grüßen alle Karuzza-Fahrer. Fahrt immer schön rechts und grüßt die Leute, wenn ihr sie seht. Nein, wir grüßen alle Zuschauer. Wir hoffen, es hat das Video hat euch gefallen. Wir konnten die Fragen so gut wie es geht beantworten. Wir werden jetzt aufgefressen von Mücken. Das Essen ist bereit in unserem Camper und unserem aktuellen Roadtrip. Ich grüße auf jeden Fall Marcel, weil der hat einen ganz tollen... Marcel, der hat einen ganz tollen, und Sus grüßen wir und den Jörg grüße ich und den Chris Sanes grüße ich und den Malle 1984 und ganz viele Grüße. Hier,
mit dem Shirt, der mit das rote Shirt geschnitten, wie hieß er? Melkfett. Melkfett, grüße ich. Melkfett, danke für das Weihnachtsgeschenk. Schönes Bett-T-Shirt. Ja, danke fürs Weihnachtsgeschenk nochmal. In diesem Sinne, wir haben euch lieb. Wir freuen uns, wenn ihr immer mit dabei seid, mit lustigen Kommentaren. Nächstes Mal muss aber in so einem Paket mal irgendwie was mit gegen Mücken sein. Ja. An die Mücken. Und wenn ihr uns immer auf diesen Abenteuern begleitet, auf diesen lustigen Abenteuern, versucht es immer informativ und lustig zu gestalten und eine schöne Erinnerung zu zaubern. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Oder abonniert das Bier. Abonniert den Mojito für die nächste geile Story. Ich habe alle. In diesem Sinne sagen wir... Was hast denn du getrunken? Was? Ich habe jetzt getrunken. Ja. In diesem Sinne sagen wir Cheerio. Schönen Abend noch oder was immer. Ciao. Da, und jetzt geh rüber. Jetzt müssen wir hier. Oh, das Meer. Mein Arsch ist eingeschlafen. Jetzt lass mal das Meer hier. Guck mal, die sollen doch über das Meer sehen. Das findest du wie ein Bärenarsch.